Leistungssünde sein. Sie schafft ja Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp über 700 km/h. Und ich denke, in diesem Bereich grob wird er auch hier während der Vorführung ab und zu kommen. Man sieht es auch, ganz anderes Flugbild natürlich, mit diesem starken Motor, der hier verbaut ist, mit dem 12-Zylinder Merlin. Ja, die Mustang war im Zweiten Weltkrieg wirklich an fast allen Fronten im Einsatz. Hauptsächlich in Europa als Begleitjäger für die Langstreckenbomber, aber auch in Japan im Pazifik eingesetzt von der amerikanischen Luftwaffe. Interessante Geschichte. Diese spezielle Mustang wurde wie fast alle nach ihrem Bau und Fertigstellung in den USA nach England auf dem Kriegsschauplatz quasi verschifft, kam aber dort wegen des Kriegsendes nicht mehr zum Einsatz. Und so ging es dann auf dem gleichen Weg mit dem Schiff wieder zurück in die USA und wenig später für diese Maschine zur Royal Canadian Air Force.